Yo Leute und herzlich willkommen hier zu der vierten Folge bei FIFA Ultimate Team WM Modus. Ja, und dann spielen wir gleich mal hier die vierte Folge. Ach, die vierte Folge, das vierte Spiel in der Gruppenphase. So, und ich hoffe, wir gewinnen, ne? So, spielen wir nochmal mit dem Team, das läuft ja jetzt gut. Ich denke mal, ich sag mal, wenn wir jetzt das Turnier gewinnen sollten, dann spielen wir. Wir spielen noch so lange, bis wir mal verlieren mit dem Team nochmal. Würde ich sagen, oder? So, komm, drück. FC Dankong, Dankso, Dankos. So, alles klar. Bin auf jeden Fall schon mal Erster in der Gruppe. So, schon mal gut, sein Team sehe ich nicht. Ah, der Mandzukic, Negredo, Affelei. Ist das Ramirez da? Oder Fernandinho? Keine Ahnung. Ja, und die anderen kenne ich alle nicht. Und Coentra, der belgische Torhüter. Hallo zusammen, ich bin Manni Volkmann. Mit mir kommentiert so. Frank Buschmann. Herzlich willkommen zum heutigen Pokalspiel. Das wird spannend. Mensch, der Mandzukic. Und hier der Abwehrspieler ohne jede Möglichkeit. Mensch. Ui. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. So. Mandzukic. Und Achtung, genau hingeschaut. Komm. Komm. Cuadrado. Was ist denn hier los? Ah, vielleicht. Marcello ist schneller. Als Mandi. Verlieren Sie den Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. So gefährlich war der nicht. Alter. Die Fans, sie erwarten einen Flanke. Sauber, Diego. Ist klar. Robinho. Pass mal runter. Pass mal nochmal runter. Robinho. Und dann passen wir nochmal hoch. Zu Valencia. Pass mal nochmal hier zu Messi. Oh! Abseits, schade. Aber der Torhüter war mit einem unglaublichen Reflex. Coentrao, den hätte ich auch gerne als Torhüter. In mein Europa-Team. Messi. Alter, was ist los mit Messi? Ja, sind wir denn hier im Rugby? Der geht wirklich ein paar Meter über die Querlatte. Was ist nur los mit meinem Messi? Und Achtung, genau hingeschaut. Nein. Nein. Alter. Schöne, was war das denn wieder für ein Diesing? Alter. Der spielt aber auf richtig offensiv. Valencia. Ja, es leckt. Es leckt. Da kann ich da nicht richtig passen. Er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Robinho. So. Und passt jetzt zu denen. Zum Fernando. Warum passt jetzt zu denen? Junge. So, jetzt aber. Messi. Fernando kommt. Ja, Mann. Sauber, Fernando. Nice, Tor in 18 Minute. Sauber, Fernando. Nice. Was für ein Tor. Überragend und vor allem die Vorarbeit habe ich selten gesehen. Alter, das leckt richtig. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Alter, was hat der für ein scheiß Internet, dieser Junge? Robinho. Oh. Robinho. Ja, Robinho sauber. Flanken wir gleich rein. Oh Mann. Nicht durch. Cuadrado. Ab zu Messi. Heieiei, das ist nachlässiges Abwerfen. Ja, schieß mal drauf mit Messi. Junge, was ist los mit dem? Was ist los mit Messi, Mann? Robinho. Jetzt aber, Messi, komm. Alter!
Messi, was ist denn los? Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Oh, was ist eine Flanke? Messi, gut gemacht vom Torwart. Das war eine geile Flanke auf jeden Fall. So, Coates ist aber ziemlich langsam. Ein riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Sauber, Kulchenny. Kulchenny, Kulun. Alter, bin ich doof. Ich sag immer Kulchenny, Leute, sorry. Valencia. Valencia. Alter, ich hab doch was an den Stücken. Ja, sauber. Jetzt geht es in die andere Richtung. Ach, Mann. Yo, Colado, nice, Cocado oder Corrado. Junge, was sind das alles für ein Namen, Mann? Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. So, Messi, komm. Schön läuft das Messi, Junge. Messi. Ein Versuch der Balleroberung. Der hat er gut gemacht, der Monerell. Leao. Zungia. Robinho. Ja, Messi ist ganz frei. Guck mal hin. Komm, geh rein. Ja, sauber, sauber. Schönes Tor von Lionel Messi. Der Messi, der ist richtig gut. Also der läuft sich immer frei. Ist auch natürlich der beste Stürmer des Spiels. Der beste Spieler eh. Von der Bewertung, ja. So, 2-0. Fernando. So, pass mal rüber. Ja, schieß mal drauf mit Valencia. Schade, aber Contra mit 1,99 natürlich nicht so leicht zu schlagen. Ja, pass auf, den werde ich jetzt ganz weit reinwerfen. Kann er zwar nicht, der Rubinho, wie ich gerade sehe. Nee, 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 Junge. Das habe ich gesehen, das hat noch nichts. Oh! Schön gesehen. Jetzt wird es brenzlig. Nein, Mandzukic. Alter. Glück gehabt, Mann. Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Jetzt müsste er angespielt werden. Richtig Glück gehabt, Mann. Hier. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Ramirez. So. Komm. Robinho. Messi, lauf. Ist der behindert? Ist der behindert? Mein Spieler, wo passt der hin? Holen Sie sich den Ball zurück. Alter. Ja, ist klar. Das ist eine gute Möglichkeit. Oh Mann, immer dieses Gelegge. Ja, ist klar. Lol, wie dumm ist der denn, mein Gegner? Haha. Sorry, aber was sollte das denn für ein Trick werden? Freistoßtrick. Zur Pause steht es 2-0. So. So, komm, 2-0. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Messi? Ah, Messi ist halt nicht so körperstark, ne? Gut angenommen und behauptet. Sauber ist natürlich ein Ronaldo besser für geeignet. Aber wir wollen nicht meckern, das will Messi haben, ne? So, Rubinho. Stoppen wir mal. Dann machen wir ein Finesse in den Gegner rein. Uiuiui, da war ein guter Ball. Komm mal an, Neri, du noch mal dran. Ja, Fernando. Weg, Junge, weg. Alter, das war ein richtiges Foul, Junge.
Das war ein Foul. Giroud, der ist auf jeden Fall ein Bundesligaspieler. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Mit dem Kopf. Junge! Nein, war das Abseits, schon. Entscheidet auf Abseits. Mann, Mann, Mann. Ist ihm der Ball Bob wörtlich vor die Füße gefallen. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Eine Rangelei um den Ball. Komm. Schöner Flankenball. Mandzukic wartet schon. Und nun Lionel Messi. So, jetzt Messi, komm. Doch kein Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Es was pfeift er denn jetzt? Da kriegt er für diese Aktion nur einen Freistoß. Glück gehabt. Punkt. Der Giroud, der hätte jetzt eigentlich rot kriegen müssen. Alter! Junge, Junge, Junge. Mandzukic. Die Flanke kommt. Negredo macht sich bereit. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz sauber. Souverän abfangen. Super Schuss. Pass. So, Robinho jetzt aber. Oh. Absolut ja, pass mal runter. Zu Arias. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Was immer für ein Gewürfel. So. Sauber Marcello. So. Robinho. Messi kommt. Ja, sauber. Messi ab. Denn der schießt immer sofort und platziert. Alter, was macht der Messi? Mandzukic. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Zuniga. Balleroberung im Mittelfeld. Boah, was ein geiler Pass, Junge. Was ein geiler Pass. Gut, Abseits. Er ist einfach zu früh losgelaufen. Und zwar ins Abseits. Gutes, schnelles Passspiel. Super Pass von Zuniga. So. Junge, Alter. Wer der ins, hätte jetzt ein Eigentor gemacht, der Kuldinga da, ne? Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Komm. So. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Komm. Robinho. Robinho, sauber. Oh, Giroud. Ist natürlich nicht schlecht. Ich glaube, der ist ein Schweizer, oder? Jetzt ich glaube, der kommt aus der Schweiz. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Valencia. Langer Ball auf Messi. Und der Ball fliegt jetzt aus. Es gibt Abschluss. Der Kontra kommt ausgelaufen. Nein. Gut. Der Torhüter, der gefällt mir ziemlich gut. Und per Kopf. Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Der hat einen richtig guten Abschlag auch. Komm, gut, Jenny, schieß mal drauf. Schade. Wohin? Kulucini. Robinho. Mann, das war doch kein Abseits, Junge. Mann. Die verstehen sich blendend. So. Da setzt er zur Grätsche an. So, Ramirez, so, komm, Messi. Komm.
Jetzt ab zu Rubinho. Ja, Rubinho, der läuft scheiße. Der läuft richtig scheiße, läuft der. Er attackiert ihn, er will den Ball. Boah, was passen die sich denn für eine Scheiße zusammen, Mann? Das gibt's doch nicht, das sind Profis. Valencia. So, jetzt aber. Jo, Valencia, wie doof kannst du sein und da nicht den freien Pass zu Messi. So, jetzt aber. Junge, Rendo, Alter! Dieses Geficke, Gelecke. So, jetzt aber Messi. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, 2-0, kurz vor Schluss. Passt. Passt. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Hast du. Robinho. Und nun Lionel Messi. Komm, Messi. Stoppen wir mal. Und dann schießen wir einfach drauf mit Messi. Schießen halt nochmal drauf mit Messi. Schade. Kontra mit 1,99. Natürlich ziemlich gut. Voller Einsatz gegen den Mann. Ich weiß, komm mit Ramirez, der darf auch nochmal draufhauen. Aber für den Torwart war das nun wirklich keine Herausforderung. Nein, so, klar gewonnen sein, wieder, Leute. 2-0, deutlich. Und nach dem Schlusspfiff das Endresultat. So. 2-0. Ja, Leute, das Pack, das Spieler-Pack öffnen wir dann in der nächsten Folge. Ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die